Warum ist eine dritte Mittelstandsvereinigung mit dem Senat so wichtig? Eine dritte Mittelstandsvereinbarung ist die konsequente Fortsetzung der Mittelstandsvereinbarung 1 aus dem Jahre 2002 und der Mittelstandsvereinbarung 2 aus dem Jahre 2008. Es hat sich gezeigt, wenn wir hier uns abstimmen und wenn wir die Interessen miteinander abstimmen und die Kräfte bündeln, dass wir mehr für den Hamburger Mittelstand tun können. Was macht gute Mittelstandspolitik für Sie aus? Gute Mittelstandspolitik macht für mich aus, dass man guckt, welchen Bedarf hat der Mittelstand, und der Mittelstand ist das Rückgrat der Hamburger Wirtschaft. Es ist der Kern der Handelskammer Hamburg. 98% unserer Mitgliedsunternehmen sind mittelständisch geprägte und teilweise Inhaber- und familiengeführte Unternehmen. Und uns geht es darum, mit dem Thema Mittelstand, Förderung des Mittelstandes, etwas für den Mittelstand zu tun. Das heißt, wo ist Veränderungsbedarf, wo ist Weiterentwicklungsbedarf, und dieses dann in Abstimmung mit der Politik und mit der anderen Kammer für die Hamburger Wirtschaft, nämlich der Handwerkskammer, gemeinsam zu einem Verständnis zu kommen, welche Themen adressiert werden und mit welchen Prioritäten sie versehen werden. Was sind die größten Herausforderungen für den Standort aus Sicht des Mittelstandes? Die größten Herausforderungen, wir haben es ja in unserem Standpunktepapier in 7 Kernthemen zusammengefasst. Nenne ich mal als erstes Thema das Thema Gewerbeflächenbereitstellung für den Mittelstand. Wenn wir das Thema wachsende Stadt weiter verfolgen, und es sieht ja so aus, dass auch der jetzige Senat, zwar unter einer neuen Überschrift, aber mit dem Thema Big City auch das Thema wachsende Stadt weiter verfolgt, dann ist die erste Kernvoraussetzung, dass wir auch Flächen bereitstellen für die Weiterentwicklung des Mittelstands, für die Ansiedlung von neuen Unternehmen. Und dieses muss in einer organisierten Rahmenplanung von der Stadt erfolgen. Und hierbei erfährt die Stadt unsere Unterstützung. Und wir werden auch Vorschläge dafür machen, wo entsprechende Flächen sind, die für die Gewerbeerschließung bereitgestellt werden können. Ein zweites Thema ist natürlich für den Mittelstand zum Beispiel das Thema Finanzierung, Fremdkapitalfinanzierung. Wir kriegen im Bankenbereich mit dem Thema Basel III erhebliche Veränderungen der Bankenindustrie. Und das darf nicht dazu führen, dass die Fremdkapitalfinanzierung für den Mittelstand einen Nachteil bedeutet. Und hier müssen wir mit allen Möglichkeiten dafür sorgen, dass die Finanzierungsvoraussetzungen für den Mittelstand weiterhin gewährleistet werden können. Sie fordern ein Mittelstandsförderinstitut. Wie sollte das aussehen? Ein Mittelstandsförderinstitut, oder sage ich es mal etwas anders, wie es die Politik sagt. Hamburg ist ja das einzige Bundesland, wo es kein organisiertes Förderinstitut gibt, sondern in Hamburg ist das an unterschiedlichen Stellen verteilt, und teilweise nimmt es auch die Privatwirtschaft oder die Bankenwirtschaft wahr. Und ich kann mir vorstellen, das wissen wir aus den Befragungen, dass nicht genügend Transparenz und Wissen über die Fördermöglichkeiten von Bundes Mitteln und insbesondere auch heute von europäischen Mitteln für den Mittelstand vorhanden sind, hier mehr Transparenz und Information in den Mittelstand zu bringen, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Das ist für mich die wichtigste Aufgabe dieses Förderinstituts.